Ach, easy going. Constructing. Ach, guck mal, da ist ein Ingenieur dabei. Refinery complete. Aber ich schicke erstmal ein paar Leute los und guck, was da abgeht. Ja, hier in der Mitte darf ich nämlich nichts bauen. Hier ist nämlich wirklich, dass du Bereiche hast, die einfach verboten sind. Constructing. Das kostet viel Power. Ja, da war schon ein Scout von dem. Schade, dass man nicht in Gebäude rein kann. Lab complete. So, knall den da hin. Ohne Infanterie werde ich natürlich keine Repair-Einheiten haben gleich. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ah, scheiße. Es hat natürlich keine Infanterie mehr, um das da drin zu holen, ne? Ah, scheiße. Habe ich zu spät gesehen. Constructing. Harvester under attack. Komm, ihr seid genug, um die zu ärgern. Constructing. Muss ich etwa forschen in dem Teil oder? Radar, Motorpool, Harvester, Tech Lab. Machine Gun Turret under attack. Aber ich darf die einfach noch nicht bauen. Constructing. Oh, ich verkacke. Harvester under attack. Ja, muss ich leider bauen. Weil irgendwie trotz Tech muss man die Mission dann nochmal spielen. Ich hätte wahrscheinlich in der Mitte wirklich das aufdecken müssen, dann hätte ich die richtigen Einheiten noch gehabt. Für einen relativ schnellen Angriff. Harvester under attack. Constructing. Machine gun turret under attack. Jetzt muss ich die halt kombinieren. Machine gun turret complete. Machine gun turret under attack. Constructing. Machine gun turret destroyed.
Jetzt holen wir wenigstens die Dinger in der Mitte. Machine gun turret under attack. Barracks complete. Constructing. Man kann es als Zuschauer vielleicht nicht glauben, aber das Spiel ist echt nicht Banane. Ja, da hätte ich mich meine Angriffstruppe bekommen für hier den ganzen Scheiß zerstören. Ich muss echt sagen, für so ein kleines Projekt mit so einem schlechten, also nicht schlechten Budget, aber wenig Budget, dass die ja einen Höhenunterschied haben, die haben eine Sichtlinie. Toll, fährt der Harvester durch meine Truppen durch. Das hat auch ein bisschen Tempo. Ich kann mich gerade auch nicht beschweren drüber, dass ich nichts zu tun habe. Alles weg. Komm, los, nächster. Ich überlege gerade so ein bisschen, warum habe ich das Tech-Ding überhaupt gebaut? Aber das Nachbauen in der Basis selbst, das geht mir echt auf die Eier. Man bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als sofort immer auf die Basis zu gehen, beziehungsweise ja, das Hauptquartier musst du sofort einfach ausschalten. Oder im Multiplayer bunkerst du dich einfach total ein und baust dann halt immer wieder nach, obwohl, dann verlierst du ja irgendwann die Credits, beziehungsweise hast du zu wenig Kohle. So, das war das Lager. Team 1 und Team 2 sollten wir zusammenführen, weil da sind nämlich ein paar Mechaniker drin. Woran sehe ich, dass die arbeiten? Sag nicht, ich muss die wirklich einzeln anklicken.
Moment. Ah, doch, wir müssen da lang. Angriff! Vernichtet das Lager! Das war aber, ohne Scheiß, das war früher auch mal C&C. Weißt du, du hast einfach massiv Einheiten produziert, hast versucht, dass deine Armee so eine gewisse Balance hat. Dass du jetzt, ja, zum Beispiel jetzt hier eine lauter Panzer, die gut gegen Infanterie sind, die Scout-Panzer und dann einen Raketenwerfer gegen alles, was der Gegner stärker hat. Und dann ballerst du dich hier durch. Ab geht die Post. KI ist jetzt nicht die beste. Die haben sich ja eigentlich auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn man jetzt einen großen Truppenverband hat. Die bouncen sich halt gegenseitig weg. Also kann auch ein, wie heißt das? Kann ein Harvester sich auch einfach durch jede Armee durchbouncen. Weil es nicht verkehrt ist, hat bei C&C nicht funktioniert. Bei C&C musstest du dann gucken, weil Harvester haben wir gerne gegeneinander. Die standen ja so gegenüber dann. Und dann ist dir nach einer halben Stunde aufgefallen, man bringt so wenig Ressourcen. Ach, meine Harvester, die sind sich schon wieder Küsschen am Geben. Die Schlawiner. Man sieht auch, dass es eine reine männliche Armee ist, weil man kann... Die Truppen können nur fahren oder schießen. Die können nicht fahren und schießen. Hat ja so viel überflüssige Energie. Hallo, ich habe schon drei Energie, also Kraftwerke von dem zerstört. Kann man dem seine Energie ausfallen? Geht doch. Wenn ich die übrigens auf S einmal stoppe, greifen die einfach alles in ihre Umgebung an. Finde ich jetzt gerade die beste Taktik, um die Basis niederzumähen. Tja, immerhin haben wir die Panzer freigeschaltet. Und starten jetzt immer mit zwei Panzern am Anfang. Ich guck mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Missionen. Gehen wir jetzt von allen Challenges aus, sagen wir, jede Mission dauert 10 bis 30 Minuten. Vor allem die späteren werden wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, wenn wir nicht sofort die Sachen schaffen. Dann haben wir hier den Playtime von... Im Optimalfall sagen wir 20 Minuten pro Mission, 25 mal 20, 50, 500 Minuten, also knapp 9 Stunden für die Kampagne, um alle Missionen mit den Zusatzsachen zu kriegen. Koop-Kampagne sind lustigerweise 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Missionen, die man noch mit einem Freund machen könnte. Lustigerweise fand ich bei C und C die Koop-Kampagne, die sie später in die anderen, also in die Teile später eingebaut haben, waren ja unter aller Sau. War nicht scheiße. Entschuldigung. Skirmish, Multiplayer. Ach, es gibt sogar ein paar Spiele, die offen sind. Würde ich sagen, mein Gott, es sind 13 Euro irgendwas. Es gibt keine großartige Story in der Kampagne. Man macht das alles für Just for Fun. Es ist wirklich Retro-like. Ich finde es aber für 13 Euro echt nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so, dass es keinen Spaß macht. Ich finde es eine schöne Andeutung an die guten alten Zeiten irgendwo. Und man kann die Kampagne resetten. Da kann man alles nochmal durchspielen, was, glaube ich, keiner machen wird. Ich denke mal, Multiplayer kann es ein bisschen Spaß machen. Hat natürlich nicht so viel Megatiefgang, ist aber ein sehr schnelles Spielgefühl. Also wenn man selbst spielt, man hat immer was zu tun, ne? Armeen dahin schicken, Armeen dahin. Und dann baue ich wieder ein bisschen mehr was. Ist aber nicht super komplex, aber auch nicht total seicht, wie jetzt unser letztes Oil Empire, was wir gespielt haben, wo ich gedacht habe, mein Gott. Naja, aber man kann es nicht schlecht reden. Ich glaube auch, es gab einen Test, den ich gesehen habe vorher, wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt nicht verkehrt, kann man zocken. Aber man muss sich halt da schon die Abstriche machen. Es ist kein super komplexes, modernes Strategiespiel. Es ist 8-Bit Army, ist ein klassisches, wirklich oldschool Strategiespiel, wo jeder ein bisschen Spaß dran haben kann, wenn man damit klarkommt, dass es halt jetzt eine 8-Bit-Grafik ist. Oder man packt ein altes C&C aus und spielt das, aber wird man wahrscheinlich keine gegnerischen Spieler finden. Und ich glaube, C&C ist sogar nochmal einen Tick langsamer. In dem Sinne, erstmal danke fürs Zuschauen bei diesem kurzen Angespielt und wir sehen uns dann in einem anderen Video auf YouTube. Bis dahin, ciao, euer Imperator! Und nicht mehr Doktor. Doktor Großimperator.